Hallihallo, Hallöle. Ich habe meine neue Handtasche dabei. Die Ryobi-Handtasche. Und das Lustige ist, ihr bekommt eine Handtasche mit einem Akkuschrauber. Ist es nicht absolut genial? Im Unboxing werden wir genau nachschauen, was in diesem Karton drinnen steckt. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing von dem Akkuschrauber von Ryobi. Was kann denn dieser Ryobi Akkuschrauber? Und was wir als erstes sehen können, er hat einen 2 Ampere starken Akku. Und mit dem könnt ihr ca. 800 Schrauben mit 4 mm mal 30 mm eindrehen. Also so, dass ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch da eben einlasst. Und wenn ihr jetzt ins Holz bohren würdet, also mit 16 mm mal 50 mm, dann wären das insgesamt mit einer Akkubefüllung, wären das 160 Bohrungen, was an sich für einen 2 Ampere-Stunden Akku schon sehr gut ist. Ihr habt eben die Möglichkeit, Schrauben einzudrehen mit dem Akkuschrauber und ihr könnt Holz und Metall durchbohren. Bei Stein, da es keine Hammerfunktion hat, funktioniert es eben nicht. Insgesamt funktioniert dieses Gerät auf 18 Volt Basis. Und bevor wir jetzt weiter lange schnacken, packen wir erstmal dieses handliche Gerät aus und gucken mal, was wir alles so finden können. Dann holen wir das Gerät mal raus. Es ist ziemlich eng eingepackt. Da müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber siehe da, wir haben eine ordentliche Tasche bekommen. Da steht auch Ryobi groß drauf. Die Tasche selbst ist mit einem Kabelbinder versehen. Den müsst ihr erstmal aufschneiden, sodass ihr dann euer lustiges Handtäschchen für euren Akkuschrauber auch öffnen könnt. Wir machen das jetzt erstmal. Dann holen wir unseren Akkuschrauber einmal raus. Das geht gar nicht so leicht. Als erstes, wie immer, die Bedienungsanleitung. Ihr seht einmal für das Ladegerät RC18120 und einmal für den Ryobi R18DD7. Für die zwei Geräte habt ihr dann eben die Handbücher mit dabei. Jetzt probieren wir nochmal, dass wir den Akkuschrauber rausbekommen, dass ihr den besser ansehen könnt. So, also, was bekommen wir denn überhaupt in unserem Paket alles mitgeliefert? Packen wir als erstes mal den Akku aus. Ja, was können wir beim Akku jetzt erstmal wahrnehmen? Also, der Ryobi 18 Volt, 36 Wattstunden. Das ist ganz ordentlich, das ist in Ordnung. Er ist jetzt nicht so schwer. Also er wird nicht ganz so lange halten, wie wahrscheinlich angegeben wurde, aber insgesamt sehr gut verarbeitet, auch die Kontakte sehr angenehm. Alle Beschreibungen sind nochmal auf dem Akku selber aufgelistet. Man kann es auch wieder für die verschiedenen Geräte, also für die Stichsäge, für die Handkreissäge, für den Akkuschrauber verwenden. Also es ist wieder ein multifunktionales System. Das gefällt mir immer sehr gut. Wir haben hier nochmal einen zweiten Akku, also so, dass ihr auch vom Strom her eben nicht auslaufen könnt. Und das Ladegerät, wo ihr eben das Akku dann laden könnt. Und es ist relativ einfach gehalten auch wieder. Also es zeigt eben über die verschiedenen Lichtkombinationen eben an, ab wann ist der Akku zu kalt. Wenn es rot leuchtet, ist es zu kalt.
Wenn es rot-grün leuchtet, ist das Akku wahrscheinlich defekt. Wenn es rot leuchtet und grün blinkt, dann wird der Akku geladen. Und wenn es grün leuchtet, dann ist das Akku vollgeladen. Also das ist an sich sehr schön aufgegliedert und damit, denke ich, kann man auf jeden Fall was anfangen. Es sind zwei Akkus mit dabei, die haben 18 Volt. Ihr könnt die aber auch für andere Geräte eben mitbenutzen. Also Ryobi hat auch noch eine Stichsäge, hat auch noch eine Kreissäge und das ist an sich wirklich sehr, sehr gut. Also, dass diese Akkus ja multifunktional sind. Von den Kontakten selber sind große, schöne Kontakte, die gut über die Führungsschienen einrasten können. Ihr habt hier auch zum Drücken, dass der Akku auch wirklich fest an seinem Platz auch sitzt. Ähnlich auch, wenn es ins Ladegerät kommt. Ihr hört es jetzt gleich. Also es rastet wirklich stark ein und ihr wisst dann auch, okay, also jetzt lädt er auf jeden Fall. Beim Rausnehmen das Gleiche. Wir legen das einmal auf die Seite und kümmern uns dann um das Hauptgerät, also eben um den Akkuschrauber. Der hat 18 Volt, 60 Newtonmeter, schafft maximal 1000 Umdrehungen und hat eine kleine LED, die vorne eben leuchtet. Allerdings hier unten am Akkuschrauber, ich mag es immer lieber, wenn es mir direkt auf die Schraube leuchtet, sodass man eben weiß, wo man gerade arbeitet. Die Maximalöffnung, also vom Bohrfutter, ist 13 mm. Ihr könnt bis zu 32 mm, also Ausfräsköpfe aufsetzen und ja, ihr habt eine Garantie von 3 Jahren auf dieses Gerät, was an sich wirklich sehr ordentlich ist. Aber nicht lang schnacken. Einmal das Gerät raus, alles abreißen und dann sehen wir, was dann mit dazu kommt. Wir schneiden erstmal auf. So. Holen uns mal den Ryobi raus. Und ihr seht schon, er macht insgesamt ein sehr gutes Bild. Der Gummi ist gut griffig. Auch die Schalter vom Geräusch machen einen einigermaßen guten Eindruck. Wenn man das Gerät einmal aufstellt und sich anschaut, man nimmt mal einen Akku, man setzt den ein. Also es ist insgesamt, ja, es ist nicht unheimlich schwer, aber auch nicht unheimlich leicht. Vom Geräusch her selber, dass ihr das mal beurteilen könnt. Jeder mag ja ein anderes Geräusch bei seinem Akkuschrauber, ne? Und das ist jetzt so, wenn es auf Stufe 2 geschaltet ist. Auf Stufe 1. Also man muss sagen, er hat ein ordentliches Durchzugsmoment. Ihr könnt es natürlich auch an der Skala alles gut einstellen. Die Gummierung gefällt mir sehr gut vom Motor. Also da merkt man auch, das ist ein hochwertiger Motor. Der fängt nicht gleich irgendwie zum Müffeln an. Also dass man sagt, das sind billige Plastikteile verarbeitet. Man kann hier auch noch ein Bit einsetzen. Hier hat man die LED-Lampe, die eingesetzt wurde. Und ja, sie strahlt einigermaßen in die richtige Richtung. Und wir haben hier noch einen Bit mit dabei. Das reißen wir kurz mal auf. Also ihr habt zum Starten gleich einen Universal-Kit mit dabei. Einmal für eine Kreuzschraube und einmal für eine Schlitzschraube. Das wird natürlich nicht das beste Material sein, aber okay. Und wir haben noch einen Haken, um eben an unserem Gürtel dann den Akkuschrauber auch befestigen zu können. Die Gürtelhalterung wird ganz einfach hier eingeklickt. Also ihr hakt den ersten Haken ein, gebt ihn dann nach hinten weiter und schon habt ihr die Gürtelschnalle eingehakt.
Die Besonderheiten jetzt vom Ryobi selber, das ist eben, man hat zwischen 0 und 500 Umdrehungen die Minute und man kann bis auf 1800 Umdrehungen die Minute kommen, was in meinen Augen ganz ordentlich ist. Wir haben 60 Newtonmeter, was wir an Kraftübertragung hinbekommen können. Wir haben aber auch ein bürstenloser Bohrschrauber, was an sich eher für Qualität spricht, also so dass ihr euch sicher sein könnt, dass ihr mit dem Gerät auch länger Freude habt. Und wenn wir jetzt mal uns das Bohrfutter nochmal anschauen, also ist es leichtgängig, ihr könnt es sehr gut verändern. Also es ist sehr, sehr leichtgängig, auch beim Einsetzen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen Bit einsetzen, der sitzt auch fest. Es ist ein günstiges Produkt, aber jetzt erstmal für den Preis, was man von Ryobi eben für dieses Gerät bezahlt, ist es an sich ein sehr gutes Produkt. Im Gesamten macht er wirklich einen guten Eindruck. Also wenn ihr wissen wollt, die genaue Bezeichnung ist der RB18L20 und wir haben mit dem Gerät selber noch nicht gearbeitet. Das kommt nochmal in einem gesonderten Test, sodass wir euch auch dann nochmal über die Akkulaufzeiten, aber auch über die Zugkraft des Akkuschraubers gesondert etwas mitteilen können. Das ist jetzt natürlich so noch nicht zu sagen. Also wir können nur die Qualität erstmal begutachten und die erscheint mir relativ gut zu sein und das wird sich aber dann erst im Praxistest herausstellen. Das sind erstmal alle Angaben, die man jetzt bei einem Unboxing geben kann. Ihr habt jetzt auch nochmal vom Akkuladegerät, das ist auf ganz normalem Hausstrom, 220 Volt und mit 60 Watt wird es geladen. Also Output sind 18 Volt auf 2 Ampere. Das ist jetzt kein Schnellladegerät in dem Sinn, aber es funktioniert trotzdem relativ gut und es ist eben nicht, dass man besonders lang auf den Akku warten muss. Und da man ja zwei Akkus hat, ist es wahrscheinlich sogar sehr gut vertretbar. Und ja, wenn wir genauere Informationen haben, nachdem wir ihn im Arbeitsprozess verwendet haben, dann werden wir nochmal ein eigenes Video dazu drehen, wie sich der Ryobi im Arbeitsprozess bewahrheitet hat. Jetzt wisst ihr ganz genau, was in dieser Handtasche verborgen ist. Und wenn ihr wissen wollt, was hinter dem Kanal der Lebensabenteurer steckt, wie zum Beispiel eine Weltreise ohne Geld, 8 Jahre lang mit 45.500 Kilometern, oder dass wir blind die Zugspitze bestiegen haben, dass wir insgesamt 1200 verschiedene Survival-Erlebnisse anbieten, oder dass wir euch zeigen, wie man draußen überleben kann, mit den wildesten Abenteuern, Scharnier in Gefahr, Heiko in Gefahr, Francis Ehemann in Gefahr, ja dann, ja abonnieren und die Glocke betätigen. In diesem Sinne, ciao!